Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Unser heutiger Gast in der Sendung ist Andreas Humburg, Inhaber des Biohotels Vogter Adler. In seinem Betrieb setzt er zu 100% auf Bio und Nachhaltigkeit. Im Restaurant wird mit unverfälschten Rohstoffen und handwerklichem Können ein köstlicher Geschmack kreiert. Und auch im Hotel wird prinzipiell Ökologie großgeschrieben. Hier setzen sie auf erneuerbare Energien und eine konsequente Müllvermeidung. Seit 2012 ist das Hotel biozertifiziert und ist Mitglied im Demeter- und Bioland-Verband. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wertvoll kochen aus Fränkels Kochclub. Hallo Andreas, Christi. Servus. Grüß dich. Freut mich sehr. Was hast du an tollem Bio-Rezept uns heute mitgebracht? Ich habe mir gedacht, dass wir heute noch, weil ja der Winter im Auslaufen ist, noch ein bisschen Schmorgericht machen und habe euch ein Zwei-Nutzungshuhn, ein Demeter-Zwei-Nutzungshuhn mitgebracht. Zwei-Nutzungshuhn? Ja, kannst du uns das erklären? Zwei-Nutzungshuhn ist einfach im Bio-Bereich, in dem Demeter-Bereich geht man wieder zurück, von diesen Legehybriden wegzukommen, dass man nicht bloß die Eier produziert und die männlichen Küken dann schrottet und was ja groß in der Presse ist, sondern einfach wieder auf alte Rassen, zurückzukommen. Ja. Und die kreuzt man dann eben, dann ist die Eierlege Qualität nicht ganz so groß, also nicht ganz so viel. Also die legt am Tag nicht ein Ei oder zwei? Ja, aber knapp. Die haben so bis zu 320 Eier auch im Jahr. Okay. Und was ja doch ganz beachtlich ist. Aber die männlichen Küken setzen eben Fleisch an, das man dann eben auch verkaufen kann. Und deswegen lohnt es sich auch, sie aufzuziehen. Und das ist dieses Zwei-Nutzungshuhn. Okay. Deswegen eine ganz tolle Sache, weil es einfach ethisch nicht vertretbar ist, dass man die kleinen Lebewesen einfach schreddert und einfach wegschmeißt. Das ist ja pervers. Das ist einfach total links. Genau. Und zerlegst du uns mal den Gockel? Richtig. Zu unserem Bauernkockel in Rotwein nehme ich jetzt immer bloß die Keulen mit her. Ich finde es immer schade, die Brust auch damit herzunehmen, was man natürlich machen kann. Ja. Die Brust braten wir ganz gern rosa, im Sommerlicht so schön auf eine schöne leichte Soße mit Gemüse oder sowas. Mhm. Aber wie gesagt, das Schmorgericht machen wir jetzt nur aus den Keulen. Aber ich zeige euch mal, wie man so ein Hühnchen zerlegt. Da schneidet man erst die Keulen raus, bricht das Gelenk und dann haben wir praktisch die Keulen schon sauber da. Und dann kann man noch weiter die Brust auslösen. Dann muss man hier am Brustbein entlang schneiden. Und dann geht man da bis runter und dann kann man hier wunderbar die Brust auslösen. Also und Sie sehen schon, der Bauerngockel hat mit einem normalen Hähnchen, wie man so im Supermarkt gewöhnt ist, gar nichts mehr zu tun. Nein. Wie viel hat denn der an Gewicht gehabt? Genau, ich wollte gerade sagen, die sind in der Kalibrierung, also im Gewicht immer sehr, sehr unterschiedlich, was für die Gastronomie nicht so ganz so einfach ist, aber es funktioniert. Mhm. Und der hatte jetzt 2800 Gramm, also wirklich ein großes Teil. 2,8. Ist schon beachtlich, weil ein Brathuhn, das hat man ja knapp ein Kilo, was es hat. Also wird der Familie, fünfköpfige, sechsköpfige Familie, wird das satt. Ja, sogar acht Köpfe, wenn zwei Veganer dabei sind. Der war jetzt gut. Genau, also hier haben wir jetzt schon die Brust auch schon mal rauslösen, die wir jetzt aber gar nicht brauchen, weil sie bloß einmal gezeigt haben. Ja, klar. Auch wieder im Gelenk schneiden, dann tut man sich sehr, sehr viel leichter. So, die Brust legen wir dann eben zur Seite, die brauchen wir jetzt heute an der Stelle gar nicht. Kann man dann auch noch die Flügel wegmachen, wenn man das möchte. Kann man hier so die Flügel so rausschneiden, das ist ja kein Hexenwerk. Aber du lässt ja auch den ersten Flügelknochen lassen wir mal dran, genau. Und aus dem Rest kann man dann eben Ragout kochen, kann es auch aus Chicken, McNuggets oder sowas machen. Aber es ist bei uns nicht so das Thema, was wir machen. Ja, bei euch im Restaurant wird jetzt Chicken McNuggets oder Chicken Wings nicht so das Thema sein. Eher weniger. Deswegen nehmen wir das eben für Soßen, für Fors und solche Geschichten hier. Also Soßen, Fors, für Brühen, oder? Genau, so da können wir ja die Sachen, wo man nicht richtig, brauchen, jetzt haben wir hier die Brust, die legen wir mal zur Seite, genau. Genauso wird aus der Karkasse auch immer ein Fond gekocht oder eben Soße gekocht. Kann man wunderbare Suppe draus kochen. Schmeißen wir jetzt auch mal mit rein. Und dann sind wir schon bei unseren Keulen, die wir heute weiterverarbeiten. Okay, dann stelle ich das mal auf Zeit. Genau, sehr schön. Die Keulen, die schneide ich immer im Gelenk auch durch. Das hat zwei Gründe, dass man es nicht ganz so lange marinieren muss und sie dadurch schneller durch werden. Gerade jetzt heute, auch wenn wir in der Sendung sind, dass wir dann nicht allzu lang brauchen. Sollte man auch immer wieder schauen, dass wir auch das Gelenk erwischen zum Schneiden. Umso schöner lässt sich nämlich dann kochen, müsste da vorne sein,
Okay. Und dann kann man die eben durchschneiden und dann werden die eben mariniert, das Gemüse, die Hühnerkeulen. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie marinieren wir denn das? Wie marinieren eigentlich? Wir die? Also wenn die geschnitten sind, legen wir die in eine Keule ein, in einen Topf ein. Jawohl. Wir marinieren das mit Rotwein, deswegen auch Huhn in Rotwein, geben aber ein bisschen Mürbrat mit dazu, was du schon geschnitten hast. Also Röstgemüse, genau. Lauch, Zwiebel, Karotte, ein bisschen Sellerie mit rein. Jawohl. Und geben dann eben auch Gewürze mit dazu, was wir hier ein bisschen vorbereitet haben. Ein bisschen Wacholderbeeren haben wir da. Da haben wir ein paar Nelken, wo wir mit reingeben, Lorbeerblätter mit reingeben und eben auch ein bisschen Piment gebe ich immer noch mit rein. Das finde ich ganz eine tolle, interessante Note. Ja. Und dann das Gemüse, wenn man jetzt den Gockel länger einlegen möchte, länger wie 3 Tage, wobei 3 Tage voll und ganz lange würde bei den Fleischstücken, sollte man das Gemüse einmal kurz aufkochen, dass es zum Gären anfängt. Ja, weil sonst man das nach einer Woche, 14 Tage, wenn man einen großen Sauerbraten macht, fängt das an zum Gären, das ist dann alles bloß nicht mehr hübsch und fein. So. Ja, genau. Wenn wir dann das Gemüse mit drin haben, wir legen es ja nicht so lang ein, suche ich gerade meinen Rotwein, den hast du da mit reingelegt, sehr schön, haben wir einen Kochrotwein. Wie gesagt, bei uns im Adler ist alles in Bio-Qualität. Wir sind ein reines Bio-Restaurant. Das stelle ich mir doch auch schwer vor. Im Restaurant alles in Bio-Qualität zu kochen, das fängt doch an bei den Gewürzen, geht weiter, wie du jetzt sagst, über den Wein, über die Grundprodukte. Es ist doch wahnsinnig schwer, oder? Man muss konsequent sein und das lieben unsere Gäste, diese Konsequenz, wo dahinter ist, dass halt wirklich alles biologisch ist. Ja. Ja. Und ja, ich finde halt, Bio hat schon seinen Stellenwert, absolut, weil Bio eine ehrliche Sache ist. Und Bio bedeutet ja nicht bloß, dass keine Pestizide mit drinnen sind, sondern dass man eben auch, dass es ökologisch gehalten wird, dass das eben funktioniert alles. Gell. Okay. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, noch geschwind unseren Gockel anbraten, oder? Und die das Soße ziehen. Jetzt, genau, jetzt richtig. Toll. Jetzt braten wir den Gockel an. Genau, jetzt nehmen wir dann noch ganz schnell unser Sieb, das haben wir doch schon vorbereitet. Jawohl. Das gießen wir jetzt einmal da raus, wo wir das Mürbrat dann auch mit drinnen haben. Dann sieht man die ganzen Fleischteile auch schon und das ganze Gemüsewasser mit dabei ist. Und dann nehmen wir Schauen Sie mal, wie der Rotwein sich schon eingezogen hat. Das ist ja ein Traum. Genau, dann legen wir die Gockelteile kurz da drauf, dass sie ein bisschen abtropfen. Und das ist ganz wichtig, dass das Fett nicht so spritzt. Und dann ein bisschen mehr Gas geben an dem Topf hin. Und dann kann das auch schon losgehen. Und anbraten in? Ein bisschen Rapsöl nehmen wir immer ganz gern mit her. Aber wie gesagt, alles in Bio-Qualität, dass das eben für die Zertifizierung auch immer ganz, ganz wichtig ist, dass das alles im Bio ist. Ich tue es vor dem Anbraten immer ein bisschen würzen, das ganze Fleisch. Aber nur mit Salz, oder? Salz, Pfeffer nehme ich immer daher, habe da so fertige Würzmischung, genau, die wir immer vorbereiten, wo wir dann eben mitarbeiten können. So, wenn es dann nicht heiß ist. Das kommt jetzt gleich. Der tut noch ein bisschen langsam gerade. Und was immer im Bauernkockel immer ganz wichtig ist, dass auch Speck mit reinkommt. Dass der Speck den definitiv tust du schon beim Einlegen, schon mit rein, dass er aber jetzt auch in die Soße kommt. Das ist gar keine Frage. Okay, nicht. Gell? Okay. Super. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da ein bisschen Gas hinkriegen. Genau. Da passiert noch nichts. Liebe Zuschauer, wir zwei geben jetzt Gas hier am Herd, braten den Bauernkockel schön an, schmoren ihn, bleiben Sie dabei, es wird spannend. Hallo, herzlich willkommen zurück am Herd. Andreas hat jetzt den Gockel angebraten, Rapsöl. Genau. Warum hast du jetzt ausgerechnet Rapsöl genommen? Wir nehmen immer gern Rapsöl, weil Rapsöl sehr heiß zum Erhitzen ist, was beim Anbraten sehr sinnvoll ist. Okay. Dass uns das nicht verbrennt und dass auch die Nährstoffe vom Öl nicht immer gleich kaputt gehen. Gell? Ah, okay. Den Speck haben wir geschnitten, der wo mit eingelegt war, den tun wir gleich mit reinschmeißen und auslassen. Gibt ganz einen feinen Geschmack nämlich. Genau. Okay. Und wenn man den Gockel jetzt dann eben ein bisschen angebraten haben, brauchen wir nun, nehmen raus und machen den Soßenansatz. Für den Soßenansatz brauchen wir ein bisschen Mürbrat, da brauchen wir Lauch, Sellerie, Karotte, das ist schon wunderbar. Also Mürbrat, Röstgemüse. Genau, jetzt brauche ich nochmal einen Teller. Haben wir dann was da? Nimm doch da hinten mal einer von dir. Genau. So, dann können wir nämlich das Hühnchen auch schon rausnehmen. Schauen Sie, es ist wunderbar angebraten. Mehr muss es gar nicht sein, es geht bloß darum, dass sich die Poren gleich leicht schließen. Dass wir es dann schmoren, dass es nicht so trocken wird. Genau. Okay. So, jetzt geben wir hier unser Röstgemüse mit dazu. Darf ich das reingeben? Ja, bitte gerne. Okay. Dazu. So. War ein bisschen stürmisch. Ja, die machen. Nehmen wir das Röstgemüse mit dazu. Der Ofen tut es wieder. Wunderbar. Dann braten wir das schön an. Haben wir dann einen Kochlöffel lauter. Kochlöffel haben wir hier. Das ist super. Vielen Dank, Ralf. So, braten wir das Gemüse ein bisschen an. Ja. Du könntest vielleicht parallel gleich noch schneiden Zwiebeln und Lauch für die Servettenknödel, die wir jetzt auch noch gleich machen, dass das funktioniert. Kleine Schüler. Als Beilage einen schönen Servettenknödel.
Und wie gesagt, wir machen reines Demeter-Gericht heute. Das sind lauter Demeter-Produkte, die ich für euch mitgebracht habe. Und ja, ist ganz spannend. Servettenödel ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Wird eben Altbrot, Baguette, Semmeln in kleine Würfel geschnitten. Dann ein bisschen mit Lauch und Zwiebel, Ei und Milch eine schöne Masse gemacht. Dann in die Servette gerollt und im Salzwasser pochiert. Und dann hinterher aufgeschnitten und in Butter rausgebraten. So, da geben wir noch einen kleinen Tropfen Öl mit dazu, dass es ein bisschen besser anbraten kann. Den Lauch wieder auf wieder schneiden. Und kurz schälen einfach. Einfach genau. Schälen, ja, genau. Also einen Streifen. Genau, schönen Streifen, Zwiebel auch, viel braucht man gar nicht. Okay. Ist ja bloß für zwei, drei Leute. Und genau. Beim Huhn habe ich jetzt ein bisschen mehr gemacht, weil einfach die Soße für eine Person immer ein bisschen schwierig zum Kochen ist, dass da ein Geschmack reinkommt. Also ich finde auch beim Gulasch oder so, ja, umso mehr man kocht, genau, also für mehr Personen, umso schöner und umso schmackhafter wird es. Genau, und dann lieber ein bisschen mehr kochen und am nächsten Tag auch noch Freude haben, als aufgewärmt, wenn noch genauso gut schmeckt. Ja, klar. So, nach dem Anbraten geben wir ein bisschen Tomatenmark mit dazu an unser Röstgemüse. Das gibt ein bisschen Farbe, schönen Geschmack. Und auffüllen tun wir das nachher mit was? Mit einem Geflügelvorbisch. Da war ein braunen Geflügelvorbisch mit dabei. Ja. Und natürlich unsere Rotweinbeize, die wir da haben. Mhm. Die wir hier von unserem Kokowa haben, von unserem Bauernkockel. Können wir gerade schon einmal ein bisschen ablöschen. Mhm. Lassen es einmal aufkochen, dass sich der Bratensatz schön löst. Und dann ist das eine wunderbare Sache. Okay, kann ich eigentlich schon mal das Baguette schneiden? Das kannst du auch schneiden, das wäre sehr schön. Genau. In Würfel, oder? Wie groß möchtest du? In kleine Würfel schneidest du das rein, genau. Jawohl. Ich nehme gerade eine neue Pfanne. Man kann das wir aber braten nämlich gerade den Lauch so und schneiden, und der die Länge Zwiebeln nach, ein, geht's an. So. Aber Andreas, wie kommst du ausgerechnet auf Bio? Es hätte doch auch gereicht, wenn wir sagen, okay, komm, wir kochen regional. Ja, warum bin ich auf Bio gekommen? Wir machen seit 9 Jahren Bio, seit 2012. Januar 2012 haben wir umgestellt, weil gerade mit dem Hühnchen diese Lebensmittelskandale, was es zu diesem Zeitpunkt gab, deshalb konnte ich nicht mehr mit ruhigem Gewissen noch mein Lokal laufen und sagen, Mensch, war alles fein, hat alles geschmeckt, hat es passt. Das ist nicht mehr mein Ding, weil wenn man sieht, was das Huhn alles gegessen hat oder mit was das alles aufgespritzt ist, dass es einfach gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, entweder wir machen was anderes oder wir machen Bio. Und dann war ganz klar, dass wir im Bio weitermachen. Okay. Und das war auch ganz hervorragend. Aber das heißt jetzt natürlich, dass Kalb, Rind, Schwein auch in Bio-Qualität bei euch gibt? Alles. Bei uns ist alles Bio. Mhm. Was in der Küche ist, auch was im Restaurant ist, Getränke, ist alles in Bio-Qualität. Okay. So, da geben wir jetzt gleich ein bisschen Rosmarin und Thymian noch mit dazu. War das richtig fein? Genau, dann geben wir noch den restlichen Rotwein mit dazu vom Einlegen. Also der Einlegerotwein gibst du mit in die Soße? Genau, den gebe ich gleich mit in die Soße. Mit. Danke dir, Ralf. So, und dann lassen wir es einmal aufkochen. Dann legen wir die Hühnchen nämlich auch schon gleich mit rein. Und dann lassen wir das schön vor sich und lassen wir das schön kochen, genau. Dann darf der Gockel im Rotwein baden. Dann darf der Gockel sich austoben im Rotwein, genauso wie es. Genau. So, wir machen da weiter mit den Servettenödel gleich. Nehmen wir ein bisschen Butter, den tun wir in die Pfanne rein, braten an. Okay. Dann tun wir gleich Lauch und Zwiebeln damit rein. Das gebe ich dir dazu. Sehr schön, wunderbar. Vielen Dank. Das habe ich genug geschnitten. Das ist perfekt, das ist wunderbar. Klar. Das Kleinbrot hast du da rein. Das Kleinbrot habe ich da, genau. Dann brauchen wir ein bisschen Milch für unsere Servettenknödel. Die haben wir hier. Genau. Die haben wir gerade ein bisschen warm machen, das ist immer angenehm, dass das Brot bestimmt, besser saugen kann. Das ist bestimmt keine Heumilch, oder? Das ist eine Demeter Heumilch von unseren regionalen Bauern, was auch ganz eine spannende Sache ist, weil, ja. Also ich finde ja, das mittlerweile, so wie du mir das erzählst oder wie du uns das erzählst, also Bio ist sehr spannend. Und eine Riesenaufgabe, deine dementsprechenden Lieferanten zu finden, oder sei das falsch? Ja, Lieferanten muss man finden, aber wie gesagt, wir leben in einer so glücklichen Region, das dass unsere Gemüsebauern, da kann ich mit Fahrrad hinfahren. Ich kann es nicht alles mit Fahrrad heimnehmen, weil es so viel ist, aber ich kann so ein bisschen mal hinfahren, schauen, wie es wächst, wie es gedeiht. Danke dir, Ralf. Und das ist richtig spannend, richtig schön. Haben wir zwei ganz große Demeter-Bauern und das macht auch richtig Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die bestimmen letztendlich, was es auf der Karte gibt. Da haben wir mal ein bisschen so einen Auszug mitgebracht, was jetzt typisch Wintergemüse ist, weil wir natürlich jetzt auch darauf achten, dass wir keine Flugware einsetzen, beziehungsweise Gemüse, wo weit herkommt. Ja, darum verwenden wir so gut wie keine Tomaten, Paprika, nur ganz wenig Zucchini, was unbedingt sein muss im Winterhalbjahr in unserer Küche, weil das eben sonst also ein bisschen schade ist. Das, was es gibt, gibt's. Genau so ist es. Das und damit müssen wir leben. So, haben wir das Brot schon geschnitten. Das ist ja nicht schlimm, wenn man damit leben muss. Nein, das ist eigentlich wunderbar. Das ist so, wie man es eigentlich früher gewohnt war. Ja, früher hat man das gegessen, was man im Hof hatte und nichts anderes. So, jetzt das haben ist wir uns einfach ehrlich. Ja, das ist ehrlich, so soll es auch sein, genau. Dann braten wir das schon ein bisschen an, ich gebe mir ein bisschen Lauch und Zwiebeln mit dazu, weil das einfach schön locker macht, den ganzen Servettenknödel. Es langt uns auch schon von der Menge her,
Da braucht man gar Willst nicht du noch mehr. Ein bisschen Kräuter reinmachen oder so? Können wir ein bisschen gehackte Petersilie oder ein bisschen schneiden, auch bloß die glatt Petersilie. Ist immer sehr, sehr viel schön, wenn die bloß geschnitten ist. Und dann brauchen wir da die Milch noch gleich und zwei Eier. Von glücklichen Hühnern. Ja, da sieht man es, das ist quasi das Ei von der Schwester, was den Rotwein schwimmt. Das zwei Nutzungshuhn. Das Weibchen durfte Eier legen und das Männchen, das ist jetzt gerade recht für uns zum Kochen. So, die Milch ist auch schon heiß. Liebe Zuschauer, und wie wir die Servettengrödel in die Serviette einpacken, zeigen wir Ihnen gleich. Bis dahin. Wir haben die Masse fertig gemacht, haben ein bisschen die Milch und Eier mit rein, Salz, Pfeffer, Muskat mit reingerieben. Jawohl. Die Knödel, wie wir vorhin ja vorbereitet haben, die Semmeln geschnitten und alles. Das tun wir jetzt, geben wir alles in diese Serviette rein, da kommt auch der Name Serviettenknödel. Richtig. Und also dann, viele machen das ja auch mit Alufolie und mit Folien. Genau. Aber wir haben gesagt, Serviettenknödel heißt Serviettenknödel. Nein, wir machen das auch tatsächlich so, weil wir eben sehr ökologisch arbeiten. Bio heißt für uns nicht bloß Bio-Lebensmittel zu haben, sondern eben auch ökologisch zu arbeiten und verzichte ihm wahnsinnig gern auf Plastik, auf Alufolie und solche Geschichten. Ja, das macht natürlich auch Sinn, gell? Und darum entwickeln wir den schön in die Serviette ein. So, Ralf, würdest du mir bitte da schnell zubinden? Ja, klar. Oder halten, ist mir wurscht. Müssen wir relativ kurz binden. Jawohl. Genau. Der Weintipp wird Ihnen präsentiert von den Winzern am Bodensee. Lieber Ralf, zu eurem Kokovar im Küchenstudio haben wir uns jetzt auch schon den richtigen Wein ins Glas eingeschenkt. Ein Weißburgunder Chardonnay vom Staatsweingut Meersburg. Und neben mir der Kellermeister Johannes Brückner. Du wirst uns den Wein jetzt am besten erklären können. Was macht ihn denn so besonders? Genau, also wir haben hier wie gesagt einen sehr schönen Weißburgunder Chardonnay aus dem Jahr 2017. Das heißt, er ist jetzt ein gutes Dreivierteljahr auf der Flasche, ist schon schön gereift. Das heißt, es ist jetzt nicht nur diese ein bisschen grüne Aromatik, sondern ist etwas reifer, etwas gelber geworden. Wenn wir ihn riechen und probieren, findet man das auch wieder. Hat so einen leichten Anflug von so einer Süße, die wahrscheinlich dadurch kommt, dass ein Teil des Weines in Akazienstückfass, also 1200 Liter, traditionell ausgebaut wurde und dann zusammen mit dem Weißburgunder verschnitten wurde. Genau. Das ist wirklich ein ganz besonderer Genuss und passt perfekt zum Kokovar. Somit gehen wir zurück ins Küchenstudio. Und dann sind wir auch schon dabei am Fertigmachen. Da haben wir nämlich schon das Rübengemüse vorbereitet, haben ein bisschen Zwiebeln in die Pfanne rein mit Butter, dann die Petersilienwurzeln und die Pastinaken und die gelbe Rübel mit rein. Und das wird also wir haben dreierlei von der Rübel? Genau, und wird das bloß mit Butter praktisch weich geschmort, da kommt kein Wasser, kein gar nichts mehr mit rein. Okay, das wird so fertig gemacht. Der Serviettenknödel ist so gut, den haben wir dann vorbereitet, ins Wasser. Jawohl. Das heißt, pass auf, da haben wir ein bisschen Salz noch mit rein, weil es natürlich auslaugt durch die Serviette. Ja? Jawohl. Und dann geben wir den damit rein, der braucht so 30, 35 Minuten, okay. Kann man ein bisschen Deckel drauf tun, dass er schön leicht vor sich hinzieht, dann sind wir da schon fertig. Dann haben wir hier unser Gemüse schon vorbereitet, das braten wir dann schön an. Da sind wir schon an der Garnitur dran. Das hier hast du ja schon Serviettenknödel vorbereitet. Genau, ich habe schon welche mitgebracht, weil das in der Zeit ja nicht mehr geht. Aber da sieht man auch schön den Lauch und diese Brotwürfel, die wir gemacht haben. Und unser Huhn bekommt jetzt auch noch eine schöne Garnitur und oben drauf. Und das brate ich jetzt in Butter an, oder? Die brätst du mir bitte in Butter an, genau. Da geben wir ein bisschen mehr Gas noch hin, das passt. Und dann haben wir unsere Garnitur nämlich auch schon vorbereitet, die Garnitur. Da haben wir den Speck schon auslassen, dann geben wir eben die Champignons ein bisschen noch mit rein. Haben auch schon vorgeschnitten und wenn das schön angebraten ist und ein bisschen Butter noch mit dazugeben, der wir das ganze Fett, was da drin ist, mit den Brotwürfeln, mit den Croutons binden. Die Croutons haben wir praktisch Toast genommen. Im Prinzip das Fett auf. Genau, richtig. Normal tut man es ja vorher in Butter schwenken. Wir tun es eben nicht mit Butter schwenken, weil wir eben den Butter und den Speck von der Pfanne mit rausnehmen und dann in die Croutons mit reingeben. Schön. Genau, sehr schön. Jetzt haben wir den Speck, jetzt haben wir die Champignons. Und dann zum Schluss die Steinchampignons, oder? Ja, im Bio-Bereich haben wir fast nur Steinchampignons und sind ja vom Geschmack auch besser und ein bisschen härter und sowas. Das muss jetzt nicht, im Bio-Bereich gibt es mehr Steinchampignons. Ja, die Weiße sind da ganz arg schwer zu bekommen. Okay. So, warum? Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. So, dann bin ich aber auch schon beim Hühnchen fertig machen. Jawohl. Das Huhn ist nämlich fertig, das ist soweit. Dann können wir nämlich die Hühnchen nämlich rausnehmen aus der Soße wieder. Das sind diese Unterkeulen. Das sind die oberen Keulen. Möchtest du bei der Garnitur noch ein bisschen Salz, Kräuter dazu Pfeffer, rein? Ja, schön Petersilie, wenn du hättest, wäre natürlich super. Das kann ich noch machen. Schön geschnittene Petersilie mit rein. So, da haben wir unser Hühnchen, das ist fertig geschmort. Das kann man jetzt, wenn man länger braucht, noch für die Soße zu machen, in den Ofen reinstellen, zum warm geben. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt hier brauchen, weil wir rucki zucki fertig sind. Jetzt nehmen wir die Soße und sieben die ein bisschen ab. Genau. So, und das Spannende ist jetzt, was ich euch nur zeige, ist,
das Binden der Soße, ja, nehmen wir nämlich das Röstgemüse mit her. Du das heißt, das Gemüse, was wir genau mitgekocht so haben, das nehme ich jetzt zur Bindung mit her. Das wir nehmen jetzt nicht irgendeinen Mehlteig oder Stärke oder sonst irgendwas, ja, oder mit Butter aufmontieren, wie es die Sterneküche macht, weil ich finde, so ein bäuerliches Rezept wie den das Huhn in Bauernkockel in Rotwein, ja, die gebutterte Soße nicht so passt, darum mache ich das immer ganz gerne so. Und dann suchen wir uns immer das Gemüse mit raus, die Kräuter nicht unbedingt, weil die beim Mixen sehr lästig sind. Du, ich gebe jetzt mal die Würfel dazu. Genau, die Brotkrutons mit rein. Genau. Und dann geben wir nämlich das Gemüse schon ein bisschen was mit rein. Und ich dosiere jetzt immer so viel Gemüse rein, wie wir zur Bindung einfach brauchen. Jawohl. Und dann sehen wir das nämlich schon. Dann nehmen wir bloß den Zauberstab, den Stabmixer. Boah, das sieht ja schön aus. Dann noch schön den Butter über die Servettenknödel. Genau, dann können wir, glaube ich, auch schon anrichten, Ralf. Ja. Also beim Gemüse. Schau mal, das hat doch jetzt eine wunderschöne Farbe. Wunderbar. Das röstet, dann haben wir Aromen mit drin, oder? Mir ist immer ganz wichtig auch, dass wir mit so wenig Zucker wie nur möglich kochen bei uns in der Küche, weil man eh schon viel zu viel Zucker den ganzen Tag isst. Lassen wir den Zucker immer weg, er wird gern genommen, weil es Geschmacksträger ist, weil es natürlich auch einfach ist damit zu kochen. Wir haben jetzt das Gemüse bloß angebraten und durch die Stärkeumwandlung, durch das Fett, haben wir da wunderbare süße Aromen auch mit drin. So. Aber ich finde, das schmeckt schon sehr gut. Sehr schön, Ralf. Dann würde ich sagen, riech du bitte an, genau. Jawohl. Super. Dann machen wir das hier noch gleich alles fertig. Die Konsistenz der Soße ist schon perfekt. Die lassen wir noch eine halbe Minute runterkochen und dann passt es nämlich. Die Garnitur schaut auch schon super aus. Und da sieht man jetzt auch, wie die Croutons, die Brotwürfel, das Fett quasi aufsaugen von der ganzen Geschichte. Und das ist wunderbar. Wo möchtest du denn das Gemüse? Auf die andere Seite. Ich hätte den Gockel gerne in der Mitte. Genau, okay. Sehr schön. Der Gockel wird begleitet vom Gemüse. Genau. Okay. Dann nehmen wir jetzt praktisch ein Hühnerbein mit drauf. Mhm. Und ein zweites Teil vom Gockel mit drauf. Eine Soße. Und die Soße noch drauf. Kann man die Soße leicht napieren? Ich würde gar nicht so viel drauf machen, sondern bloß ein bisschen eben. Sollen wir noch was Grünes drauf machen? Ja, kommt jetzt unsere Garnitur noch drauf. Ja. Dann ist noch die ganz klassische Garnitur. Unsere Garnitur, die beinahe vergessen. Genau. Wo wir da jetzt praktisch mit drauf geben, wieder ganz klassisch den Speck, wo wir da haben, die paar Champignons mit rein und eben diese Croutons, die dann letztendlich. Das ist ja eigentlich die klassische Garnitur von Coco Moore. Genau, oder? So ist es richtig. Die haben wir damit hergenommen. Wie wir vor ein paar Jahren auf der Meisterschule gelernt haben. Genau, wo man uns geärgert hat und gedreht genau, hat. Genau, sehr schön. Genau. Ja, Andreas, das sieht doch schon mal alles sehr, sehr gut aus. Jetzt lass uns nochmal mit dem schönen Wein, mit dem Rosé anstoßen. Ich möchte mich recht, recht herzlich bei dir bedanken. Ich muss ehrlich sagen, Vogt ist so nah und ich wusste nicht, dass wir so einen grandiosen Biokoch in unserer Region haben. Es war mir eine Ehre, mit dir zu kochen. Freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, Ralf. Liebe Hat Zuschauer, Spaß gemacht mit dir. Bleiben Sie mir regional und verbunden und heute Bio. Bis dahin, Ihr Ralf Hörger. Zum Wohl. Zum Wohl. Servus miteinander, bei der nächsten Sendung Wertvoll kochen. Der Sebastian Kopitzki, junger Küchenmeister aus Singen, Konstanz. Mit diesem Oschi, Seesaibling, ein Riesengerät. Er macht eine Roulade draus, bleibt spannend, Sie schalten ein, wir sehen uns.